Hi, in diesem Video geht es um ein sehr lästiges Thema, nämlich den Rolling Shutter Effekt. Ich zeige euch, wie dieser Effekt entsteht und wie man ihn vermeiden kann. Viel Spaß! Der Rolling Shutter Effekt tritt beim Filmen auf, wenn man sehr schnelle Kamerabewegungen hat oder sehr schnelle Objekte im Video filmt. Und das sieht dann so aus, und zwar sind dann alle vertikalen Linien so ein bisschen gekrümmt und schräg. Und das ist eigentlich ein Effekt, den man vermeiden möchte. Dieser Effekt tritt bei CMOS-Sensoren auf, und zwar ist bei diesen Sensoren so, dass die nicht zur gleichen Zeit einen Frame aufnehmen, sondern in einem Raster. Das heißt, die Aufzeichnung von einem Frame passiert von oben nach unten und von links nach rechts und das Ganze eben ein bisschen zeitverzögert. Und wenn man jetzt die Kamera zu schnell schwenkt, kann es eben sein, dass vertikale Linien so ein bisschen schräg liegen, weil der obere Teil vom Frame eben früher aufgenommen wird als der untere Teil. Aber es gibt zum Glück ein paar Methoden, wie man diesen Effekt reduzieren kann oder ganz vermeiden kann, und die verrate ich euch jetzt. Die erste Methode wäre es, eure Kamera in den Crop-Modus einzustellen. Ich filme ja gerade mit einer Vollformat-Kamera, aber meine Sony hier, die kann auch in einem Crop-Modus aufnehmen, im APS-C-Modus, und dadurch wird der Rolling Shutter-Effekt schon mal deutlich vermindert. Das liegt daran, dass im Crop-Modus deutlich weniger Pixel verarbeitet werden müssen. Somit kann die Kamera deutlich schneller die Daten schreiben und der Rolling Shutter-Effekt wird minimiert. Falls euch der Rolling Shutter Effekt extrem stört, könnt ihr auch eine Global Shutter Kamera kaufen, zum Beispiel die Blackmagic 4K Production Camera. Bei Kameras mit einem Global Shutter werden einzelne Frames komplett zur gleichen Zeit aufgenommen und somit wird der Rolling Shutter Effekt komplett vermieden. Ein weiterer Tipp, um den Rolling Shutter Effekt zu vermeiden, ist es, möglichst weitwinklig zu filmen. Ich blende euch hier mal ein Video ein, was mit einem 14mm Objektiv gefilmt worden ist, und ihr seht, der Rolling Shutter Effekt ist relativ gering. Und hier blende ich euch jetzt ein Video ein, was mit einem 105mm Objektiv gefilmt worden ist, und ihr seht, der Rolling Shutter Effekt ist deutlich ausgeprägter, einfach weil das Bild sich schneller bewegt. Das ist auch ein Grund, warum ich fast immer weitwinklig filme oder mit maximal 50mm. Ja, die nächste Option liegt natürlich auf der Hand, und zwar gilt es, sogenannte Reißschwenks zu vermeiden. Reißschwenks sind extrem schnelle Kamerabewegungen, die zum Beispiel öfters in Actionfilmen und sowas verwendet werden. Ich persönlich mag Reißschwenks sowieso nicht so, ich filme lieber so ein bisschen langsamer und smoother. Ich finde das einfach viel, viel angenehmer zum Zuschauen. Aber wenn ihr zum Beispiel gerne Actionfilme und sowas dreht, müsst ihr euch so ein bisschen zusammenreißen, die Kamera nicht ganz so schnell zu bewegen. Falls ihr jetzt ein Video aufgenommen habt und der Rolling Shutter Effekt ist da zu stark, dann könnt ihr das einfach per Software korrigieren. Im Final Cut funktioniert das zum Beispiel ganz einfach, da müsst ihr nur bei der Rolling Shutter Korrektur einen Haken setzen und dann rechnet er alles automatisch raus. Ihr habt dann zwar einen kleinen Qualitätsverlust, aber ich denke, das ist immer noch besser, als so einen Rolling Shutter Effekt im Video zu haben. Falls ihr Premiere nutzt, habe ich euch ein Video von So geht's verlinkt, da zeigt euch das Ganze in Premiere. So, das war's auch schon wieder mit meinem Video zum Thema Rolling Shutter. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao!